Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Graffiti Giveaway. Wie letztens im Stream angekündigt, habe ich sehr viele Graffitis und ihr habt irgendwie so wenig. Und ich finde, jeder sollte mindestens ein Graffiti haben, weil es einfach recht cool ist, da ein bisschen rumzusprühen und zu sagen, haha, Salz in deine Wunde. Oder bei einem leckeren Backstep auch sowas. Also man kann praktisch ein Statement setzen mit diesem Teilen. Ja, wir verstehen uns. Und da ich so ultra viel habe, dachte ich mir, komm, gönnt euch doch mal welche. Ich hau heute 20 Stück raus und ich sag's dir direkt am Anfang, ihr müsst, um hier gewinnen zu können, nicht abonnieren, nicht liken und auch nicht teilen oder sowas. Macht das bitte nur, wenn ihr euch sagt, hey, ich könnte mir echt gut vorstellen, mehr von dir zu sehen. Die einzige Sache, die ich mir von euch wünsche, ist ein klein wenig Aktivität hier unter den Videos. Also einfach ein bisschen kommentieren. Ja, einfach da sein, ein bisschen gucken und so, Kartoffelsalat, ne? Das Giveaway wird 14 Tage laufen. Ja, moin! Und in diesen 14 Tagen habt ihr eben Zeit, so, ja, aktiv wie möglich zu sein. Ihr müsst natürlich nicht total ausrasten und jeden Tag, wah, und so weiter und so fort. Aber da ich eben auf alle Kommentare antworte, auch egal, was es für einer ist, fällt mir sehr schnell auf, wer eben aktiv ist, beziehungsweise wer reinguckt und wer nur Scheiße schreibt. Also es ist ganz klar, dass so Kommentare wie jetzt zum Beispiel, hi oder nice Video oder GG oder also irgendwie sowas, wo man direkt merkt, alles klar, da wurde das Video gar nicht geschaut. Derjenige versucht nur seine Kommentare zu schreiben, also auf die Kommentare zu kommen. Das bringt natürlich nichts, ja. Da gewinnt man keinen Blumentopf. Die spielen alle gerade wie Bots. Was ist hier los? Das ist voll merkwürdig, so ganz langsam. Also ich denke, das ist verständlich, ja. Also wenn ihr so ankommt, dann braucht ihr gar nicht zu versuchen, was zu gewinnen, okay? Dankeschön. Also was ich damit sagen will, es geht ja einfach um ehrliche Aktivität, ehrliche Kommentare. In den Videos frage ich so oft irgendwelche Dinge und da kann man dann einfach was dazu schreiben. Man kann auch gerne sowas schreiben wie, hey, gutes Video, aber halt nicht nur das. Es ist einfach, ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. So laufen die meisten YouTube-Giveaways bei mir. Also, dass man eben einfach nur... Oh, fuck. Nein. Nein. Verfickte Schrotflinten. Dass man eben einfach nur kommentieren muss. Im nächsten gibt es dann auch wieder Skins zu gewinnen. Aber jetzt dachte ich mir, machen wir erstmal Graffitis, weil ich so Kackfehler habe und ihr hoffentlich auch viele wollt. Hallo, Monsieur. Oh, also mit der Autosnipe hier ist natürlich nicht so spaßig, ne? Nein, nein, nein. Oh. Ja, moin. Komm her, du kleiner Sack. Alter Verwalter, der hat Jack futtert. Ja, und wie gesagt, diese Sachen wie abonnieren und liken und hin und her. Ich sag's jedes Mal, aber oh, man muss es auch jedes Mal sagen, weil da immer wieder neue Leute kommen. Das macht man wirklich nur, wenn man möchte. Also wenn einem der Content gefällt, wenn es Sinn macht. Weil das bringt mir nichts, wenn jetzt irgendwie 1 Milliarde Leute abonnieren, die nicht gucken. Ja, dann habe ich 1 Milliarde Abonnenten und 2 Klicks auf die Videos. Das bringt mir recht wenig. Und da wir ja ständig Giveaways machen und Livestreams und Community-Aktionen und so weiter und so fort, möchte ich natürlich auch eine aktive Community haben, die wirklich mit am Start ist und nicht einfach nur irgendwelche Leute, die halt sagen, hey, ho, ho, und dann sind sie wieder weg. Also irgendwie stuck ich hier... Oh, Mist. Oh, fuck! Ich stuck gerade so ein bisschen hier bei der Tech-9. Das ist mir ja noch nie passiert. Nein. Na, also. Wow! Nein, nein, nein. Ha! Bitch! Noch schön gekniftet, Alter. Hat er mein Knife geswallowed? Oh, fuck, da rennt einer rum. Hier hinten. Headshot. Ah, ha, 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 ha. Aber der eine ist genauso schnell wie ich. Das geht eigentlich gar nicht. Ach komm, jetzt habe ich den Killer noch geklaut, muss das sein? Ah, schon wieder! Leute, jetzt hört mal auf, verschissen nochmal. Der eine ist schon eins weiter als ich, was ist eigentlich, also in der Theorie gar nicht möglich, dass jemand überhaupt irgendwie weiter ist als ich, what the fuck? Sehr gut, er wurde geneift, alles klar, hat's erledigt. Ja! Ja, da ist er. Oh, da ist der Ding in den Kopf. Revolver ist natürlich auch so meine Leibspeise, ne? Da macht halt Spaß. Nicht. Fuck, der eine hat einen Knife. Nein, 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 du kannst nicht gewinnen. Oh no! Ja moin, ja moin, ja moin. Guten Morgen! Nein! Was? Luckboy hoch 10, oh mein Gott! So viel Luck will ich auch mal haben, Monsieur. Das möchte ich aber auch mal sehen, ne? GG easy. Also wie gesagt, eines dieser schnuckligen Dinger könnte auch dir gehören. Einfach ein bisschen aktiv hier rumschreiben. In 14 Tagen gibt es ein Video, in dem ich dann einfach die Gewinner nenne. Und unter das Video braucht ihr dann nur noch euren Trade-Link zu schreiben und gut ist. Und dann kann ich euch den Kram raushauen. Jetzt sind sie sogar schön sortiert. Hätte ich vorhin mal machen sollen. Guck mal hier. Einfach mal schön am Ende von der Runde bei den Gegnern in den Spawn reingesprüht. Und schon sind sie einfach jedes Mal mad. Oder sowas halt. Mit Graffitis kann man so richtige Aussagen treffen. Also am besten im Spawn des Feindes. Ich kann es euch nur empfehlen. Da wirkt so ein kleines Sorry-wahre Wunder. Naja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Playlist, letztes Video und so weiter sind hier verlinkt. Direkt über mir. Direkt hier. Also jetzt nicht über mir, ich bin ja in der Ecke. Aber da in dem Bereich ist Kram. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.